Hallo allerseits. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man die partielle Integration verwendet. Eine Integrationsregel, die aus der Produktregel für Funktionen folgt. Also, Sie erinnern sich natürlich an die Produktregel. Denken Sie sich also zwei Funktionen, f und g, die stetig differenzierbar sind auf irgendeinem Intervall. Ja, so, und Sie können diese Funktionen natürlich miteinander mal nehmen. Und wenn Sie das Produkt jetzt ableiten, dann wissen Sie, dann leiten Sie erstmal die eine Funktion ab und lassen die andere unabgeleitet und dann umgekehrt. So. Okay, das ist die Ableitungsregel, Produktregel, die Sie kennen. Daraus kann man jetzt aber eine Integrationsregel basteln. Also, formen wir mal um. Sag mal f. F' mal g, die linke Seite, ist f mal g abgeleitet plus f mal g'. Und jetzt können Sie das Ganze natürlich auch auf beiden Seiten integrieren. Sagen wir von a nach b als bestimmtes Integral. Das machen Sie auch auf dieser Seite. So, und dieses hier können Sie ja nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung einfach integrieren. Also, ja, Integrationsgrenzen nicht vergessen. Sie erhalten also das Integral von a bis b, f' von x mal g von x dx ist die Stammfunktion der Ableitung, die Funktion selbst, also f von x mal g von x in den Grenzen von a bis b minus Integral a bis b f von x mal g' von x dx. So, hier sehen Sie als erstes, das ist ein Fehler. Hier muss natürlich ein Minus hin, weil ich diesen Term auf die andere Seite gebracht habe. Genau. Hier ist das genauso. So. Okay. Jetzt haben Sie also eine Regel für ein Integral. Nun, was bringt uns das? Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Integral ausrechnen und Sie haben eine Funktion, die Sie ganz gut integrieren können, weil die schön einfach ist, als Produkt verknüpft mit einer anderen Funktion, die Sie wiederum gut ableiten können. Dann könnten Sie diese Regel verwenden, um ein neues Integral zu bauen aus dem alten, bei der eine neue Funktion zu integrieren ist, die aber vielleicht einfacher ist als die alte. Das heißt, man versucht, die Komplexität des Integrals zu reduzieren, so lange, bis man das Integral tatsächlich elementar ausrechnen kann. Machen wir mal ein Beispiel. So, Beispiele aus Wikipedia. Denken Sie mal an das Integral sagen wir von 1 bis 2 x mal e hoch x dx. So, jetzt habe ich hier eine Funktion, die kann ich ganz prima ableiten. Das ist die Funktion g von x gleich x. Wenn ich die ableite,
das ist die konstante Funktion 1, also schön einfach. Gleichzeitig habe ich hier diese Funktion f' von x, e hoch x, und die kann ich tatsächlich leicht integrieren. Die Stammfunktion ist wieder e hoch x. So, und in dieser Funktion, in dieser Situation sehen Sie jetzt, dass die Produktregel zu einer Vereinfachung führt. Also wenden wir das mal an. Das hier ist unsere Funktion g von x und das hier ist unsere Funktion f' von x. Also los geht's. 1 bis 2, x mal e hoch x dx ist also gleich. X mal e hoch x in den Grenzen von 1 bis 2 minus das Integral von 1 bis 2 einmal e hoch x dx. Jetzt sehen Sie, dieses Integral hier ist natürlich viel einfacher. Das ist einfach das Integral 1 bis 2 e hoch x dx und das ist selbst einfach gleich e hoch x in den Grenzen von 1 bis 2. Sie bekommen also raus, wenn Sie das Ganze noch zusammenfassen, x minus 1 mal e hoch x in den Grenzen von 1 bis 2. Ja, also, Sie haben ein Integral, ein Produkt. Die Stammfunktion zu finden ist schwierig. Sie wenden die partielle Integration an, bekommen einen Term, den Sie ausrechnen können, und ein neues Integral, das einfacher ist als das alte Integral. So, darauf aufbauend gibt es jetzt noch mehrere weitere Beispiele, also Standardtricks, die man machen kann. Also zum Beispiel mehrfach anwenden. Das können Sie jetzt selber probieren, zum Beispiel das Integral von e hoch x mal 2 minus x Quadrat dx. Da sehen Sie schon, dieser Term hier, den kann man immer gut ableiten und der Grad wird immer geringer, während diese Funktion, da finden Sie gute Stammfunktion. Und am Ende, wenn Sie das jetzt ein paar Mal gemacht haben, dann sollten Sie e hoch x mal 2x minus x Quadrat rausbekommen plus eine Konstante. Ich habe jetzt die Regel auf unbestimmte Integrale übertragen. Das ist aber kein großes Ding. Das können Sie einfach in Ihrem Mathebuch nachschauen. Gut. Anderer Trick wäre zum Beispiel gleiches Integral erzeugen mit unterschiedlichem Faktor und dann auf eine Seite bringen. Das funktioniert zum Beispiel bei dem Integral Sinus von x mal Cosinus von x dx. Und da sollten Sie rausbekommen, das ist 1/2 Sinus von x zum Quadrat plus c. Ja, das haben wir auch im Unterricht gemacht. Also schauen Sie nochmal in Ihre Unterlagen und wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann sprechen Sie mich einfach im Unterricht nochmal an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.